starten beide mit einer Hand unter dem Arm und die andere Hand oben drüber. Wichtig ist immer die Kontrollposition mit der Hand am Oberarm und die Hand hinten und am Rücken. Nun arbeiten wir ganz eng mit der Hand unter die Achsel und gleichzeitig macht diese Bewegung Lisa auch. Nun wechseln unsere Schultern und die Bewegung geht immer wieder von vorne los. Wichtig ist die enge Bewegung, dass man wirklich ganz eng wie eine Schlange darunter geht und nicht die Ellenbogen nach außen nimmt und schön eng arbeitet.